Heute bauen wir einen richtig coolen Slider, und zwar immer, wenn ich mein Scrollrad benutze, sehe ich, dass ich jetzt hier durch diese Bilder durchsliden kann. Das Ganze geht langsam, das Ganze geht aber auch sehr schnell. Ich kann hier wirklich wie in so einem kleinen Katalog durchsliden und die Bilder rotieren quasi um einen zentralen Mittelpunkt. Wie das alles funktioniert und wie wir das mit CSS und ein bisschen JavaScript umsetzen können, seht ihr in diesem Video. Also los geht's! So wie in jedem meiner Videos legen wir natürlich als erstes damit los, unser Setup zu verstehen. Hier an der Seite seht ihr meine Standard-Entwicklungsumgebung, der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Hier seht ihr ansonsten Visual Studio Code und hier seht ihr Chrome. Ich habe für dieses Video einiges vorbereitet, beziehungsweise habe ich eigentlich nur 8 Bilder hinzugefügt, die wir in unserem Assets-Ordner unter Images hier sehen. Die brauchen wir natürlich später, ansonsten habe ich weder in der Index.html noch in der Style.css noch in meiner Main.js was vorbereitet, außer dass ich hier schon meine Presets lade, die ich natürlich dann in meiner Style.scss verwende. Grundsätzlich ist das aber alles, was wir für dieses Video vorbereitet haben, und deswegen legen wir jetzt los und gucken uns mal an, wie unser Plan eigentlich aussieht. So, und los geht's mit dem eigentlichen Tutorial. Und als erstes erzeugen wir uns hier mal eine Divbox mit der Klasse Wrapper sowie ein Image. Und dieses Image hat natürlich ein Source-Attribut. Und zwar sagen wir hier aus Assets haben wir unser Image und hier unser Rotate 1. Das Alt-Tag brauchen wir jetzt gerade nicht. Bei euch sollte das natürlich drin sein. Wenn ich das jetzt abspeichere, bekommen wir hier ein riesengroßes Bild. Das können wir jetzt natürlich ein bisschen verbessern, indem wir unserem CSS sagen, okay, unser Wrapper soll jetzt erstmal alles zentrieren. Das machen wir über Display und dann sagen wir, dass alle Items in der Mitte zentriert werden sollen. Damit ist das Bild zentriert, aber es ist noch ein bisschen sehr groß. Deswegen sagen wir jetzt hier unten, okay, wir haben unsere Images und hier sagen wir einfach, okay, unser Bild wird nur noch 33% der Weite. Außerdem, weil ich es einfach schön finde, kommt hier noch ein kleiner Border Radius, sodass unser Bild runde Ecken bekommt. In dem Moment sind wir hier soweit fertig. Allerdings haben wir ja nicht nur ein Bild, sondern wir haben in unserem Fall 8. Theoretisch ist das für euch komplett irrelevant. Ihr könnt hier auch unterschiedlich viele Bilder haben. Allerdings gibt es hier eine kleine Begrenzung, die ihr später sehen werdet, dass man nicht unendlich viele Bilder haben könnte. In dem Moment, wenn ich das jetzt abspeichere, sehen wir haben hier jetzt alle unsere Bilder. Allerdings sehen die noch nicht so aus, wie wir es bewegt haben, beziehungsweise wie wir es in der Demo gerade gesehen haben. Wie könnten wir das machen? Grundsätzlich bietet uns hierfür CSS eine coole Möglichkeit. Und zwar können wir unsere Bilder mit Transform manipulieren. Und hier können wir sagen Rotate. Zum Beispiel können wir jetzt also sagen, okay, unser erstes Bild soll vielleicht einfach um 20 Degree gedreht werden. Jetzt haben sich alle unsere Bilder gedreht. Wir können jetzt hingehen und zum Beispiel sagen, okay, nehmen wir doch einfach mal das NTH-Child 1, also das erste Bild in unserer Reihe und wollen einfach nur das hier einmal rotieren. Jetzt haben wir unser erstes Bild rotiert, können jetzt das nächste nehmen und sagen hier drunter, okay, rotieren wir unser zweites Bild um 40 Grad. Und das ist jetzt schon ein bisschen weiter. Und wir könnten jetzt natürlich sagen, nachdem wir das rotiert haben, vorher bewegen wir das erstmal mit Translate zum Beispiel minus 100 Pixel, minus 50 Pixel und würden das jetzt Step by Step da oben hinschieben, um das dann hier oben zu positionieren. Das wäre eine Möglichkeit, die wir machen können. Allerdings, diese Möglichkeit ist kompliziert, mühselig, weil wir müssten hier erstmal berechnen, wie dieses Translate funktioniert. Wir müssten Rotate berechnen. Wir müssten das dann alles manipulieren für alle Bilder. Das ist viel zu kompliziert. Wir sind faul. Wir machen uns das Leben einfach. Wie machen wir uns das Leben einfach? Ich habe eine Grundidee, die ich erstmal kurz erklären möchte. Wie sieht denn die Idee für unser Video eigentlich aus? Wir haben ja unseren Wrapper. Gehen wir davon aus, wir haben jetzt unsere 16 Bilder, die wir im Kreis rotieren. Hier machen wir uns das Leben später ein bisschen leichter, da zeige ich euch gleich noch einen kleinen Trick, wie man sich hier diese ganze Transform-Berechnung deutlich versimpeln kann. Grundsätzlich haben wir hier jetzt unsere Bilder, die sind in einem Kreis um einen zentralen Punkt und die verschieben wir jetzt einfach nur so, dass wir ja nur noch die sehen, die wir wirklich sehen wollen und alles andere durch unseren Wrapper einfach abgeschnitten wird. Wenn wir das jetzt beginnen zu drehen, können wir mit einem Rotate quasi zwischen den Bildern hin und her wechseln, in alle Richtungen, die wir uns vorstellen können. Und das ist der Plan, den wir jetzt in die Tat umsetzen. Nachdem wir jetzt eine Idee haben, wie wir unsere eigentliche Rotationsanimation ansteuern wollen, müssen wir jetzt noch ein Problem lösen, wie wir denn unsere Bilder selbst animieren, weil ihr habt ihr gerade in der Demo gesehen, die Bilder werden ab und zu ein bisschen größer oder kleiner und ein bisschen Transparenz haben sie auch in der Animation drin. Aber wie können wir das machen? Grundsätzlich können wir nicht Transform auf mehrere Bilder gleichzeitig einsetzen. Also wenn wir auf das Bild eine Rotation haben und ein Scale, dann würde sich das Scale auch auf unsere Rotation auswirken. Wir wollen also ein bisschen mehr Flexibilität haben und deswegen erzeugen wir uns eine Box um unser Bild umzu. Und diese Box wird eigentlich die, die wir später mit der Rotation bewegen und unser Bild ist einfach nur statisch in der Mitte unserer Box. Das bedeutet, wenn wir ein zweites Bild haben, würde das einfach so nach oben springen, das dritte würde dann noch ein Stück weitergehen und das letzte ist, auch das wird alles ausgeblendet. Also man sieht trotzdem nur die Bilder, die Boxen an sich sind eigentlich nur Animationshilfen sozusagen, sodass wir mehrere Elemente um einen zentralen Punkt drehen könnten, wenn wir zum Beispiel den Bildern auch noch Bildunterschriften oder Buttons oder so etwas mitgeben möchten. So haben wir einfach mehr Flexibilität und deswegen brauchen wir so Wrapper-Container für unsere eigentliche Animation.
Okay, wir brauchen jetzt also hier ein Parent für jedes unserer Bilder. Das schreit doch förmlich nach einem neuen Div-Container mit der Klasse Image. Jetzt stecke ich das da einfach rein und jetzt haben wir das schon fertig. Natürlich reicht das nicht, wenn ich das jetzt nur für ein einziges mache, sondern wir müssen das natürlich für alle machen. Deswegen bin ich kurz mal ein bisschen faul und kopiere mir das hier rein. Wir haben jetzt also jedes unserer Bilder in einem Wrapper zusammengefasst und dann jedes einzelne Bild nochmal in einem Bild, also in einem Image-Div-Container quasi. Aber wie hilft uns das jetzt? Wir hatten ja gerade die spannende Idee, dass wir unsere Formatierung eigentlich über diesen Child-Div-Container erledigen und dass der immer 100% ist, also dass der immer genauso groß ist wie der Parent-Container, was bedeutet, wir können jetzt sagen, unser Parent bekommt einmal 100% Weite und zum Beispiel ein Aspect-Ratio, dass wir in immer dieselbe Höhe haben. Natürlich müssen wir das jetzt einmal kopieren und wir können das jetzt auch einfach hier unten drunter verwalten. Jetzt haben wir quasi unsere einzelnen Bilder hier ebenfalls formatiert. Außerdem wollen wir, dass nichts aus unserem oberen Container raus glitscht. Deswegen sage ich jetzt hier einfach mal Background Color Red und das wird unsere Begrenzung. Also nichts darf größer sein als dieser Container. Deswegen sage ich hier jetzt Overflow hin. In dem Moment passiert hier aber noch nichts. Unsere Bilder sind hier immer noch alle untereinander formatiert, nicht so richtig ausreichend, sage ich mal. Wir können also hier hingehen und sagen zum Beispiel Position Relative, um einen Ankerpunkt zu erzeugen, damit wir unsere einzelnen Bilder, also die einzelnen Image-Div-Container, jetzt mit Position Absolute positionieren können. In dem Moment, wenn ich das mache, rutscht das nämlich alles zusammen. Wunderbar. Wir sehen, wir haben jetzt nur noch hier in der Mitte einen Bereich und hier unsere Bilder liegen jetzt alle schön auf einem Haufen. Wir können jetzt hingehen und sagen, okay, wir möchten jetzt, dass unsere einzelnen Image-Container hier erstmal gar nicht mehr erkannt werden. Unsere Maus darf das nämlich nur noch als eine Box selektieren. Wir dürfen nur diese rote Box quasi als Event-Trigger benutzen und unsere einzelnen Bilder hier drin und so dürfen nicht erkannt werden. Und das können wir ziemlich einfach mit einem CSS-Attribut machen, nämlich mit Pointer-Events-None. In dem Moment existiert alles, was die Image-Klasse besitzt, nicht mehr für unsere Maus. Und das ist sehr wichtig, weil sonst hätten wir später immer so ein Ruckeln in der Animation. In dem Moment kann ich jetzt hingehen und sagen, okay, wir können jetzt diese Bilder bewegen. Und wie können wir das machen? Wir können jetzt unsere einzelnen Container hier mit Transform ansprechen und sagen hier Rotate. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage 20 Degree, dann dreht sich unser Container und wir können jetzt richtig interessant unsere ganze Geschichte hier ausformatieren, indem ich zum Beispiel sage NTHChild 1, also unser erstes Element. Und hier möchte ich gerne Transform 20 Degree machen. Dann haben wir jetzt unser nächstes Child, unser NTH2. Hier sage ich, okay, 40 Degree. Zack, ist jetzt schon ein bisschen weiter gedreht. Aber ihr seht, es ist immer noch alles auf einer Position, weil grundsätzlich Transform, also dieses Element, einen Ankerpunkt benutzt. Und dieser Ankerpunkt ist genau in der Mitte unseres Elementes. Und den müssen wir jetzt verschieben. Und was das für eine Wirkung hat, muss ich auch mal kurz erklären. Gehen wir mal davon aus, wir haben hier ein Bild. Dieses Bild kann sich jetzt im Kreis drehen und wenn es das getan hat, dann haben wir einen Punkt, der genau in der Mitte liegt. Das ist unser Rotationspunkt, unser Transform Origin. Und der sieht in etwa so aus. Transform Origin, Center Center, das ist die Default-Definition, die euch mitgegeben wird, wenn ihr es selbst nicht manipuliert. Wir können jetzt aber hingehen aus diesem Center beispielsweise Bottom machen. Das sorgt dafür, dass unser Punkt nach unten rutscht. Wenn das passiert ist, dann verändert sich die Rotationsachse bzw. der Rotationsursprung unserer eigentlichen Bewegung und damit können wir das editieren, indem wir zum Beispiel sagen minus 100% und ziehen diesen Punkt aus unserem eigentlichen Bild raus. Das bedeutet, wenn wir jetzt unser Transform 360 Degree Rotate anwenden, bewegt sich unser Bild nicht mehr um sich selbst, sondern um den Mittelpunkt, das in etwa so aussieht. Und damit kommen wir diesem Kreis, den ihr zu Beginn des Videos ja schon gesehen habt, sehr nahe. Wir müssen also unser Transform Origin bewegen, um einen Kreis oder einen gedachten Kreis unserer Bilder zu erzeugen, der aber eigentlich gar kein wirklicher Kreis ist. Okay, wir wissen jetzt, wie wir unseren Ankerpunkt bewegen können, aber wie können wir den denn prinzipiell in CSS jetzt für unseren Nutzen anpassen? Wir benutzen Transform Origin und sagen, er soll grundsätzlich erstmal in der Mitte bleiben, aber nach oben hin wollen wir den gerne verschieben. Ich sage jetzt einfach mal um 20 Pixel. In dem Moment habt ihr gerade gesehen, verschieben sich unsere beiden Bilder, die wir mit Transform angepasst haben, einfach nach links. Wenn ich jetzt hier sage 50, wird das noch weiter und die Bilder werden noch weiter verschoben. Ich kann aber hier auch sagen, wir wollen das relativ zur Größe verschieben, zum Beispiel 150%. Und in dem Moment seht ihr, dieses Bild sieht plötzlich so aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich kann auch hier zum Beispiel minus 20 sagen und das sieht schon mal deutlich mehr so aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Also, wir haben jetzt unseren Ankerpunkt von hier nach oben verschoben, dass der quasi hier oben liegt, dass der einen gemeinsamen Mittelpunkt von allen Bildern erzeugt, der weit außerhalb des Bildes liegt und damit so aussieht, als wenn die Bilder um einen gemeinsamen zentralen Punkt rotieren, obwohl sie das eigentlich gar nicht tun. Jeder hat seinen eigenen Punkt und jeder rotiert um diesen eigenen Punkt, der allerdings durch Position Absolute und natürlich durch Transform Origin quasi ein weit außerhalb des Bildes liegt. Und jetzt kommt das Ganze Spannende, und zwar müssen wir das jetzt ein bisschen dynamisch gestalten und dazu nutzen wir JavaScript.
So, los geht's mit dem eigentlich spannenden Part und das erste, was wir machen, ist, wir kopieren uns unsere Bilder hier rein, weil dieser Effekt sieht nur mit der richtigen Anzahl an Bildern richtig gut aus und bei mir ist das halt aktuell 16 Bilder. Bei euch müsst ihr ein bisschen gucken, weil umso weniger Bilder ihr hier in diesem Array drin habt, umso weniger verteilt sind diese Bilder. Also ihr solltet so viele Bilder in eurem Projekt haben, dass das für eure Anzahl, für eure Größe genau passt. Bei mir sind das halt genau 16 Stück, deswegen habe ich mir das jetzt hier kopiert. Außerdem brauchen wir auch unsere beiden NTH-Childs nicht mehr, weil wir wollen das Ganze jetzt mit JavaScript formatieren. Und das erste, was wir dazu machen, ist, wir sagen, okay, einfach Images, Document, Query Selector All, alle mit der Klasse Image wollen wir ansprechen. Wir brauchen aber später nicht nur unser eigentlichen Image Wrapper, sondern auch unser Image Element hier drin. Und wir könnten jetzt später in jedem einzelnen Aufruf hingehen und wieder ein Query Selector auf die Childs fahren. Das wollen wir aber nicht. Deswegen sage ich, wir definieren uns hier jetzt ein Array, der nennt sich Images and Childs. Und das erste, was ich jetzt sage, ich gehe hier durch meine Liste von Image Containern durch, also durch unsere Div Container mit der Klasse Image, und definiere uns das als Parent. Hier drin wollen wir jetzt unser Child aufrufen. Unser Child ist in diesem Fall einfach innerhalb unseres Parents das Image Tag. Wir wollen das jetzt einfach an unseren Array, den ich gerade erstellt habe, dran pushen und sagen hier, okay, push und sage, als erstes pushen wir hier unseren Parent und dann unser Child. Wenn wir das gespeichert haben, passiert hier erstmal nichts mehr, aber wenn ich uns das hier aufrufe, console.log, dann sehen wir hier unten wunderbar in unserer Konsole, dass wir ein Array aus 16 Elementen haben und das ist immer unser Parent, ist unser Div Container mit der Klasse Image und unser Child ist Image. Darüber sparen wir uns spätere Aufrufe dieses quasi Child Selectors und können jetzt weitermachen. Wir wollen hier unsere Bilder als erstes mal gleichmäßig verteilen im Kreis. Dafür brauchen wir eine Base Rotation, also quasi die Rotationsanzahl jedes einzelnen Elementes. Das machen wir natürlich über einen Kreis, also 360 Degree und sagen dann hier, okay, das Ganze ist natürlich abhängig von der Länge unserer Bilder, unseres Bilder Arrays. In dem Moment teilen wir eigentlich 360 Grad durch die Anzahl unserer Bilder, also durch 16 und sollten irgendwo bei 22 irgendwas rauskommen, glaube ich. So, um das jetzt richtig zu formatieren, brauchen wir eine Funktion, die nennt sich setTransform. Die rufe ich jetzt einfach innerhalb einer Loop für jedes unserer Elemente auf, aber unsere Funktion existiert hier aktuell noch nicht. Deswegen sollten wir die hier unten einmal definieren und sagen hier setTransform, ruft hier eine Funktion auf. Das erste, was hier natürlich benötigt wird, ist einmal unser Element, was transformiert werden soll und eine Anzahl an Grad, wie weit wir das transformieren wollen. Wir sagen jetzt also element.style.transform. So, und hier rufen wir einen Template-String auf und rufen jetzt, ja, was wollen wir denn eigentlich animieren? Wir hatten es ja gerade schon gesehen, wir wollen Rotate animieren. Das mache ich jetzt hier und übergebe hier einfach unser Degree, mache natürlich eine Wertanzeige hinten dran, sodass das alles funktioniert und übergebe jetzt hier unser Element, aber nicht nur unser Element, sondern unser Parent. Außerdem möchte ich hier jetzt einfach unsere Gradanzahl übergeben und das ist unsere Base Rotation mal unseren Index. In dem Moment, wenn ich das jetzt so abspeichere und das einfach mal abspeichere, sehen wir, unsere Bilder haben sich korrekt formatiert und wenn ich jetzt hier durch unsere Elemente mal durchgucke, sehen wir, das erste Bild hat 0, das zweite 22,5, hier 45, 67,5. Und so weiter. Das geht also quasi einmal im Kreis durch. Das hat also schon mal wunderbar funktioniert. Und wir können jetzt weitermachen mit unserem eigentlichen Container. Beziehungsweise als erstes sollten wir mal gucken, dass unsere Bilder hier oben nicht mehr abgeschnitten werden und vor allem auch, dass unsere Hintergrundbox nicht mehr rot ist. Das können wir hier einfach machen, indem wir sagen, Overflow Hidden machen wir mal kurz weg, speichern das Ganze ab. Jetzt haben wir hier unsere Bilder und können jetzt damit loslegen, das alles mal richtig zu formatieren, beziehungsweise unsere Animation einzubauen. So, los geht's mit unserer eigentlichen Animation und zwar als erstes selektiere ich jetzt hier unseren Wrapper über Wrapper Document Query Selector.Wrapper, also die Klasse in CSS. Das nächste, was wir machen wollen, hier als erstes mal einen Event-Listener an unseren Wrapper dranhängen und der bekommt von uns natürlich einen Namen. In unserem Fall nenne ich den nämlich Wheel. Also wir wollen gerne immer, wenn der Nutzer sein Mausrad benutzt, wollen wir unsere Funktion hier aufrufen und das erste, was ich jetzt einfach mal mache, ist hier etwas zu loggen und zwar sagen wir console.log und dann Event und dann sage ich hier Delta Y wollen wir gerne loggen. In dem Moment, wenn ich jetzt unsere Konsole ausgebe und hier mal unsere Konsole öffne und die scrolle, sehen wir, wir scrollen entweder 125 nach oben oder unten. Und hier muss man sagen, was hier für eine Zahl steht, ist abhängig von eurem Nutzer. Das könnt ihr also nicht beeinflussen, sondern wir wollen beeinflussen, wie die aktuelle Position ist. Wir starten bei der Position 0 und sagen jetzt, okay, in dem Moment, wenn Delta Y größer 0 ist, also positiv ist, dann sagen wir unsere Position plus plus soll größer werden. Wenn unsere Position kleiner 0 ist, dann sagen wir Position minus minus, also wollen 1 abziehen. Wenn ich jetzt hier unten sage console.log und gebe hier einfach mal unsere Position aus und ich scrolle jetzt, dann sehen wir, es wird größer oder kleiner. Und wenn ich jetzt hier nach oben scrolle, seht ihr hier auch noch so einen Fehler, dass nämlich Google gerade rummeckert. Und Google meckert, weil wir das Ganze nicht über passiv definiert haben. Deswegen sage ich jetzt hier, Komma, passive
False. Wenn ich das mache, ist diese Fehlermeldung weg. Ansonsten hättet ihr die immer und das sollte man im besten Fall immer definieren. Grundsätzlich wollen wir aber auch nicht, dass wenn der Nutzer später über unserem Container ist und hier scrollt, dass er wirklich weiter scrollt. Und das können wir verhindern, indem wir sagen Event, natürlich mit unserem Dollarzeichen, Punkt Prevent Default. Damit disablen wir das Scrollen und haben jetzt dafür gesorgt, dass unser Nutzer immer in der Position ein weiter scrollt. Wir haben hier unten ja Set Transform. Das nehmen wir uns jetzt mal und gehen hier oben rein und sagen, okay, wir würden gerne unsere Bilder, die wir ja hier definiert haben, hier oben jetzt auch nochmal definieren. Und zwar fügen wir das hier einfach mal so ein, speichern das ab und wenn ich hier jetzt scrolle, passiert nichts, weil wir unsere Rotationsposition ja aktuell immer nur an unseren Indexbeinen. Das wollen wir jetzt erweitern, indem wir sagen, mal unsere Position. In dem Moment können wir nämlich jetzt sagen, beziehungsweise nicht mal, sondern plus unsere Position, immer wenn sich unsere Position verändert, zum Beispiel plus 2, plus 3, plus 4, sollten sich unsere Bilder verändern. Wenn ich jetzt hier drin scrolle, sehen wir, unsere Bilder bewegen sich. Schon mal richtig nice. Wir haben es also geschafft, dass wir jetzt durch unsere Bilder durchscrollen können. Allerdings sind die instant gewechselt und verändern sich nicht über eine Animation. Das sollten wir jetzt natürlich noch hinzufügen. Aber wie genau können wir jetzt unsere Animation erstellen? Wir sind faul und machen dafür einfach unsere SetTransform-Funktion etwas anders. Und zwar sagen wir, okay, wir wollen jetzt gerne unser Element animieren, also animate. Und hier drin erwarten wir zwei Objekte. Einmal ein Optionsobjekt, sage ich mal, das nenne ich jetzt, oder hier definiere ich einfach Duration. Und zum Beispiel 850 Millisekunden soll unsere Animation dauern. Das nächste ist dahin, wo wir unsere Elemente animieren wollen. Das können wir hier einfach über Transform lösen und uns hier oben einfach diese Funktion klauen. In dem Moment kommentiere ich das hier oben einmal kurz aus, speichere das Ganze ab und wir sehen, es hat sich schon was animiert. Und wenn ich jetzt hier scrolle, bewegt sich das auch, aber nicht wirklich richtig. Und das hat einen sehr einfachen Grund. Und zwar brauchen wir hier drin ein weiteres Attribut, nämlich Fail Forwards. Das bedeutet nämlich, dass unsere Elemente so stehen bleiben, wie der letzte Frame der Animation es gesagt hat. Wenn ich das jetzt abspeichere und ich hier drin scrolle, sehen wir, dass unsere Elemente jetzt richtig bleiben. Aber ihr habt es gerade gesehen, wenn ich neu aktualisiere, dann springen unsere Bilder einmal so komisch durch die Gegend. Wir wollen also verhindern, dass das initiale Positionieren unserer Bilder direkt eine Animation auslöst. Dafür sage ich jetzt hier oben No Animation. Per Default ist das Ganze false. Und hier sagen wir jetzt, okay, wenn Animation No Animation True ist, dann wollen wir gerne einfach nur unsere Elemente positionieren. Und wenn das Ganze false ist, also wenn wir animieren wollen, dann wollen wir gerne das hier oben alles animieren. In dem Moment, wenn ich das jetzt so habe, springt das noch durch die Gegend. Wenn ich jetzt aber ganz hier hingehe, wo wir unsere Elemente das erste Mal positionieren, genau hier, und ich hier sage True, in dem Moment springen unsere Bilder am Anfang nicht mehr, sondern erst wenn ich scrolle, werden die animiert. Und wir haben jetzt schon mal hier unsere wunderbare Animation drin. Wir können das Ganze jetzt aber noch deutlich verbessern. Und zwar das erste, was wir machen wollen, ist zu sagen, wir haben auch noch ein IsIn und IsOut. Das fügen wir hier ebenfalls noch ein. Da ich weiß, dass wir diese Elemente hier mehrfach brauchen werden, also wir brauchen gleich noch mehr Animationen, sage ich, wir haben hier eine Variable. Die nennt sich einfach AnimationOptions und wir gehen jetzt mal ganz nach oben in unserem Skript und sagen, ganz hier oben definieren wir eine Variable AnimationOptions, was einfach nur unser Objekt umfasst. Das speichern wir ab, es hat sich nichts verändert. Allerdings sind jetzt unsere Optionen gebündelt und wir können die ein bisschen besser zusammen. Weil ihr habt ja vorhin gesehen, wenn ich hier drin scrolle, haben wir noch so eine kleine Child-Animation, dass unsere Bilder hier drin, das zentrierte Bild ein bisschen größer ist als die beiden Bilder links und rechts. Und das wollen wir jetzt auch noch animieren. So, was wir nämlich jetzt machen wollen, wir brauchen eine zweite Funktion. Die nennt sich einfach nur AnimateImage und hier erwarten wir ein Image und ein TrueFalse-Operator, nämlich ist inactive oder active. Und das erste, was wir haben, wenn das Ganze inactive ist, dann wollen wir das Ganze auch animieren. Das machen wir auch über ImageAnimate und hier drin können wir jetzt sagen, okay, auch hier übergeben wir einfach unsere AnimationOptions und ein Objekt hier oben. Das machen wir jetzt einfach mal auf, zack. Und hier drin wollen wir einmal animieren, wenn das Ganze inaktiv ist, wird das Ganze Opacity ein bisschen kleiner und wir transformieren das Ganze auch mit Transform Scale auf 0.7. Das Ganze speichern wir uns jetzt ab und in dem Moment passiert hier erstmal noch nichts, weil wir haben ja noch nichts aufgerufen. Wir wollen aber, wenn das Ganze nicht inaktiv ist, dann wollen wir das Ganze natürlich auch animieren, kopieren uns das einmal hier rein, sagen, okay, hier ist es 1, hier ist es auch 1, speichern das Ganze ab, nehmen das hier und rufen das jetzt zum Beispiel in unserer Transform-Funktion hier auf. Wenn wir das Ganze nämlich animieren wollen, dann wollen wir die Bilder hier drin auch setzen und sagen einfach Degree Mundo 360. Also wenn das hier passt, dann ist das aktiv. In dem Moment, wenn ich jetzt hier scrolle, sehen wir, irgendwas funktioniert hier noch nicht so richtig gut. Und das hat einen ziemlich einfachen Grund. In dem Moment, wenn wir nämlich hier drin etwas animieren, wie wir das gerade getan haben über Child, wird das natürlich nicht funktionieren. Wir übergeben hier jetzt natürlich unser gesamtes Element und nicht nur unseren Parent. Das müssen wir ändern. Das heißt, wir sagen hier oben jetzt bei SetTransform, wollen wir nur unseren Parent übergeben? Nein, sondern wir wollen alles übergeben. Hier wollen wir jetzt sagen, okay, wir wollen hier
aber nicht mehr unser Element animieren, sondern unser Parent. Und hier unten wollen wir ebenfalls unser Parent animieren und hier unser Child. Wenn wir das Ganze jetzt so abspeichern, sieht das hier richtig aus. Wenn ich jetzt scrolle, passiert aber nicht, weil wir hier oben, wenn wir unseren Scroll-Animation machen, auch alles aufrufen über unseren Parent. Das muss raus. In dem Moment, wenn ich jetzt scrolle, sehen wir, unsere Bilder animieren sich jetzt auf mehreren verschiedenen Dimensionen. Sie skalieren ein bisschen und alles. Das funktioniert also wunderbar. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist, dass das zu Beginn unseres Skriptes ebenfalls korrekt ausgeführt wird. Und das können wir sehr einfach machen, indem wir in unsere Stelle gehen, hier, wo wir das initial transformieren und sagen, hier wollen wir auch einfach animate image aufrufen, übergeben hier einfach unser Child, was wir animieren wollen. Das heißt also unser element.child und sagen, okay, was ist der Selektor, wenn es nicht das erste Element ist. In dem Moment sind unsere Bilder direkt von Anfang an animiert und wenn wir hier drin jetzt nach unten scrollen oder nach oben scrollen, animiert sich das alles so, wie wir es vorgesehen haben. Und wir haben einen richtig coolen Slider, den ihr überall verwenden könnt, der aussieht, als wenn er viel Arbeit ist, aber ihr habt gesehen, so viel ist es gar nicht. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Kommentar unter dem Video oder sagt einfach mal Hallo auf verschiedenen Social Media Kanälen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin viel Spaß und ciao!